Hallo und willkommen zurück hier auf meinem Kanal und zu einer weiteren Folge Pioneers of Pagonia. Wir haben mit diesem Anblick die letzte Folge beendet und starten diese Folge mit eben diesem. Wir gucken jetzt zu, wie der zweite Steinmetz gebaut wird, bevor wir uns dann um die Waffenschmiede kümmern. Und schaut, wir sind schon bei 90% Inselentdeckung. Die Entdeckerposten haben echt einen großen Radius, wo sie schauen können. Aber das ist ja auch gut, damit du gucken kannst, ne, in welche Richtung lohnt es sich, das Land einzunehmen. Das ist schon gut so. Ja, ansonsten, ich habe gerade rohstofftechnisch wenig Sorgen. Also wir könnten noch ein paar Steine abbauen lassen. Die verarbeiten hier alles in Eisen- und Silberbarren. Ist auch gut so, weil ich glaube, für die Münzprägerei brauchen wir die Barren und nicht das Erz. Und tatsächlich ist ja auch so, ich habe jetzt keinen Nachteil davon, dass die Leute hier rumstehen und nicht wissen, wo sie hingehen sollen. Das ist mir auch noch aufgefallen, weil ich letzte Folge ja das Thema hatte, inwiefern das Spiel auf anderen Schwierigkeitsstufen, anderen Voreinstellungen einfach schwerer ist. Weil die tun mir ja jetzt nicht weh. So, ich weiß nicht, ob das irgendwann kommt, dass die vielleicht auch eine Art Müdigkeitsbalken oder sowas bekommen. Dass einfach, wenn die keinen Ort haben, um sich auszuruhen, einfach langsamer sind oder mehr Material verbrauchen, weil sie Fehler machen oder so. Ich meine, das wäre dann super komplex. Aber ich weiß nicht. Vielleicht, also. Vielleicht gibt es das ja. Dann. Irgendwann. Im Full Release von Pioneers of Pagonia. Ich weiß auch gar nicht, was der Zeitrahmen eigentlich sein soll. Wie lange jetzt die Early Access laufen soll. Einfach eine große Überraschung. Ich habe gerade Steinmetz den zweiten gebaut. Bausteinmetze. Steht Bausteinmetz? Hier steht Bausteinmetze. Mensch, 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 Mensch. Die Waffenschmiede steht auf dem Plan. Mal gucken, wie groß die ist. Und was wir für die brauchen. Waffenschmiede. Wie immer Nadelholzbalken. Nicht, dass uns die Nadelholzbalken irgendwann noch zum Verhängnis werden, weil wir keine mehr haben. Und hier alles zum Stocken kommt. Alles erreichbare Terrain aufgedeckt. Das ist korrekt.
Na gut. Sparen wir uns die Grenzsteine. Rationen haben wir auch genügend. Ist auch keine Probleme. Wir sammeln hier immer noch fleißig alles, was wir finden können. Leder steigt auch. Können weiter Stoff herstellen und Seil. Hier noch ein Seillager hin. Und wir machen für alles Lager. Nein! Wird hier eigentlich ein Lederlager? Wo wird unser Leder gelagert? Einfach hier random auf der Wiese. Überall. Na gut. Aber zumindest kein Platzproblem. Dann gucken wir jetzt hier noch ein bisschen zu. Oder wollen wir den Entdeckern zugucken? Ist hier einer unterwegs? Süße Hasenwiese hier. Guckt doch, wie süß! Alles voller Hasen. Hier ist einer. Guck mal ihm ein bisschen zu. Sieht aus, als ob er Mundharmonika spielt. Wir sind bei 92,7%. Viel fehlt nicht mehr von unserer Insel. Übrigens ist mir jetzt auch aufgefallen. Es tut mir super leid, falls euch beim Zuschauen schlecht wird oder so. Ich mache super ruckartige Bewegungen und für euch super schwer nachvollziehbare Bewegungen. Und da habe ich selber als Zuschauer immer das Problem, dass mir einfach schlecht wird, weil das alles so ruckartig und unvorhersehbar geschieht, was ich mache. Ich müsste eigentlich die Kamera viel langsamer hin und her bewegen. Aber es tut mir leid. Das fällt mir jetzt auf bei Folge 10 oder 11. Was für eine Folge ist das jetzt hier? Ich glaube, die 10. Oder? Ich weiß es nicht. Ja, es fällt mir jetzt auf. Es tut mir echt leid. Ich guck mal hier oben, ob irgendwas. Zu Neige geht, ich mir über irgendwas Sorgen machen muss, aber. Sieht einfach nicht so aus, als ob. Ja, so ein schöner kleiner Hügel vorm Gebäude. Sehr schön. Wir brauchen jetzt hier gerade nichts. Bronzeschwert, Eisenschwert, Eisenlanze, Silberdegen. Rüstungsschmiede.
Also eigentlich ist es gerade nur noch ein Bausimulator. Mehr findet hier tatsächlich nicht statt. Euer Lager ist voll. Okay. Dann habt ihr jetzt Feierabend. Das Steinlager ist auch gleich wieder voll. Wie sieht es mit Kalkstein aus? Ist auch noch voll, das Lager. Kalkstein brauche ich, glaube ich, nur für Zement, ne? Und Zement brauche ich halt keinen. Immer noch 16 Zement. Noch ein Sägewerk. Was brauchen wir denn für die Rüstungsschmiede? Ah, da brauchen wir 12 Zement. Cool. Wo mache ich nochmal Zement hier? Ich habe gar kein Zementlager. Dann kann ich die ja rein theoretisch sogar schon hier hinten hinbauen. Und die produzieren einfach. Sieht halt sehr witzig aus, wenn die den Boden dann hier planieren. Die können einfach Zement nachproduzieren. So. Das hier ist auch so ein verlorener Platz. Vielleicht hätte ich einfach was hinbauen sollen. Hier hinten den Fokus fürs Erforschen. Ich denke, was es jetzt auch noch nicht gibt, aber es bestimmt kommen wird, ist Fischerei. Ich meine, es bietet sich ja an, so viel Wasser wie hier ist. Dann bin ich auch gespannt, wie das dann funktioniert mit dem Handel. Ob das dann auch inselübergreifend funktioniert oder ob wir dann nur mit anderen Dörfern, Schrägstrich Gilden, wie auch immer, von unserer Insel interagieren dürfen. Mal schauen, wie das im Full Release dann alles so sein wird. Wir kommen mit unseren Aufgaben auch gut vorwärts. Wir haben nicht mehr viele Aufgaben. Ich meine, das meiste wird halt sein, die Gebäude noch zu bauen, die wir eben jetzt noch nicht hatten. Damit wir alle
Wie nennt man das? Ich komme gerade nicht auf das Wort. Warenketten? Ist das das richtige Wort? Ich weiß nicht mal, ob das das Wort ist, nach dem ich suche. Wertschöpfungsketten? Wie auch immer. Damit wir einfach alle Gebäude kennengelernt haben, wissen, was wie zusammengehört, was aufeinander aufbaut. Aber ich finde es tatsächlich sehr angenehm hier bei Pioneers of Pagonia. Aber man kann das Spiel nicht... also ich kann es pausieren, indem ich die Escape-Taste drücke, aber ich kann es nicht... Ich kann die Zeit nicht schneller laufen lassen. Und es ist immer Tag. Es ist immer Sommer. Vielleicht kommt auch noch Tag-Nacht-Rhythmus und Jahreszeiten in das Spiel. Mal schauen. Ich gucke jetzt einfach mal hier ein bisschen zu. Ich habe gerade nichts anderes, auf was ich aufpassen müsste. Wertvolle Gegenstände, die in deinen Schatzkammern eingelagert sind, erhöhen deinen Reichtum, welcher die Gesamtkampfstärke deiner Militär- und Abenteurereinheit beeinflusst. Okay. Aber sonst brauche ich halt kein Geld in diesem Spiel. Hier hinten fehlt noch ein Zipfel. Hier, aber das war's am Ende mit dem Entdecken. Zement wird schon direkt nachproduziert. Wahrscheinlich hätten wir irgendwo an anderer Stelle noch ein zweites Dorf anfangen können. Hier noch im Moment. Aber man kann, wie es halt aussieht, einfach auch über Sumpfgebiete drüber bauen. Ich kann auf jeden Fall hier Weg lang ziehen. Ich mache hier mal ein Lederlager hin, weil ich nicht weiß, ob, weil er hat hier 16 Leder liegen, ob er noch Leder sammelt. Und sollen die das dann lieber umstapeln? Und los, schieß! Geht sie hin? Ja. Auch nicht. Ah, ist sie für Hasen zuständig? Ja, fertig. Rekrutiere Veteranensoldat. Okay. Guck mal, ein Eisenschild, eine Kettenrüstung.
Eisenschwert. Wir haben zu tun. Flax sieht übrigens auch sehr gut aus mittlerweile. Hier war gar nichts eingestellt die ganze Zeit. Oh. Das ist ja schlecht. Das war mir nicht so bewusst, dass hier die Felder einfach leer waren. Ich dachte immer, da ist halt gerade nichts angepflanzt. Lass die auch mal wieder arbeiten. Voll, 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 voll. Ihr habt keinen Platz mehr. Ihr habt auch keinen Platz mehr. Okay. Das sind die Seile. Ja. Nicht? Wartet auf Material, Personal auf dem Weg. Joa. Ich überlege wirklich, was ich hier noch machen könnte. Aber viel spannender wird es wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr. Mit den letzten Aufgaben, wenn wir mal ehrlich sind. Wie gesagt, zum Kennenlernen des Spiels, super. Ich denke, dadurch, dass ich das jetzt auch alles einmal gemacht habe, zumindest mit den Wertschöpfungsketten, die es halt jetzt in dem Spiel gibt, hilft mir das sicherlich bei dem nächsten Spieldurchgang. Aber es wird ja, denke ich, noch Content dazukommen. Das heißt, ich müsste das hier wahrscheinlich dann nochmal machen, um auch die neuen Gebäude etc. kennenzulernen. Aber das wird mir schon trotzdem auch helfen für den nächsten Spieldurchgang. Denke ich schon. Und guckt hier die Insel. Fast fertig. Also ich glaube, man kann tatsächlich einfach alles, was man an Eisen und Silbererz hat, einfach alles schmelzen. Ich habe jetzt nichts gesehen auf die Schnelle, wo ich irgendwie die Erze brauche zur Herstellung von irgendwas. Ich weiß nicht, ob hier noch... Nee, das war Holz. Nee. Alles an Erz kannst du einfach schmelzen, weil du brauchst es als Barren. Ja. Ich schaue jetzt mal, ob wir die Folge noch schaffen, den Veteranensoldat auszubilden oder zu rekrutieren. Und dann gucken wir uns in der nächsten Folge die Münzprägerei an.
Dann kriegen wir nämlich das hier auch hoch. Die sind fertig. Easy. Der ist auch fertig. Das sieht ja cool aus, wie der das einfach in den Boden steckt. Ja, dann können wir ja jetzt hier noch den... Die hier. Rekrutieren. Wie er das Schwert trägt. Ganz vorsichtig. Oh, unser Rekrut ist schon da? Oder ist das der Trainer? Kommt das Schwert. Kämmrüstung. Schwert. Schild fehlt noch. Ja. Hier ist ja auch eine Katze. Die habe ich noch gar nicht gesehen. Hier sind an super vielen Gebäuden sind Katzen versteckt. Ich hätte halt gerne auch irgendwo eine Erklärung. Also ich meine, ja, ein Veteranensoldat wird mehr Leistung haben als ein normaler Soldat. Okay, du wirst jetzt zum Veteranensoldat. Aber so eine richtig krasse Erklärung gibt's ja jetzt nicht. Welcher Soldat wofür gut ist. Schick. Was machst du jetzt? Läufst du rum? Ja. Das war's schon wieder für diese Folge. Für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Dann kümmern wir uns hier unten um die Münzprägerei. Und dann schauen wir mal, was uns noch erwartet in den Orientierungsaufgaben. Ich danke euch fürs Zuschauen und schicke euch jetzt noch in den restlichen Tag. Ihr habt nichts mehr zu tun. Gut, in diesem Sinne, danke fürs Dabeisein und bis morgen. Einen schönen Tag euch noch. Bye, bye.